Was erspähe ich da mit meinen mit meinen Adleraugen hinter mir? Was erspähe ich da? Wisst ihr es schon? Es ist eine Ratte! Nein. Entscheidende Anlaufchecks. Verdammt. Verdammt! 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 Ah, was für ein miserabler Rattenfreistoß. Du musst jetzt leiden dafür. Ah. Haben wir hier noch legendäre Loot? Einen legendären Verlorener. Crony hat keinen Erbarmen. Der haut ab und Crony schießt in den Rücken. Sagen wir, es war der Rücken. Obwohl, es war auf jeden Fall der Po. Darf man auf YouTube eigentlich schon mehr maulen? Ah, ist ja egal. Das braucht doch keiner, oder? Die ganze Maulerei. Hier haben wir einen Krater. Einen Monsterkrater. Jetzt auf, warum zu meckern. Fehlt das Katzin sagt nein. Und Patrick sagt überspringen. Sex interessiert kein Schwein. Er ist dumm und auch so klein. Sex interessiert kein Schwein. Ich hau ihn mal eine rein. Nein, das will ich natürlich nicht tun. Ich bin ein guter Vater. Ah, Scheiße. Wie viel brauche ich noch? Wie viel Erfahrung? Dawkins, Dawkins, Dawkins. Wahrscheinlich ist er wieder. Ah, ist er da. Oh Gott. Erfahrung. Yay. Da ist das Training. Ah, da sind wir schon. Okay. Geistestraining. Wie auch immer, ich werde noch einige Experimente. Ja, natürlich. Okay, danke. Und du glaubst, das hilft gegen meine gelegentlichen Aussetzer? Das ist doch nicht normal. So, es fehlt uns noch. Ronnie. Was wolltest du sagen? Wie auch immer. Ach, besser. Dann machen wir wieder Sky 1. Sie scheinen bemerkt zu haben, dass wir ihre Kontrolle. Verdammt. Oh nein, eine Ratte greift sie an. Ich helfe, meine Infektion in den Griff zu kriegen. Stattdessen reiße ich mir ein Bein aus für die sechste Macht. Na. Auf geht's. Ich folge dem Commander. Gute Granate. Gute Granate. Der Schuss war gut. Okay, rein mit der Shotgun. Kann nicht schnell speichern. Schon mal schlecht. Haust du ab? Nein, hör auf Granaten zu werfen. Tust du nur selber weh damit. Ja, was willst du dagegen machen? Dein Dodge hat dir viel gebracht, kleiner Mann. Sehr gut, sehr gut. Lass in Ruhe looten.
Ihr seid ja auch extreme Spezialisten mit euren Granaten. Oh. Warte. Empfehle erneuten Waffencheck. Auf was? Keine Sorge, das geht schon. Der Typ sich da hinten selbst umgebracht. Oh, intelligenteste Spezies, right here. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Oh, er trifft. Deckung. Was für ein Schwertkampf. Das war's. Ich sehe dich. Vorsicht. Ja, ich. Pass auf. Ja, ich weiß. Ja, Mist. Nicht gut genug. Freistöße. Sie sind nicht gut genug. Müssen einfach besser werden. So viele Ratten gibt es nicht mehr. Ich habe sie fast alle nur ermordet. Kontrollknoten. Okay, Crony, danke, danke. Ich wollte mir das Schild nur holen hier drin. Nicht den Schlafsack, dieses hier. Du willst mich ignorieren? Ja. Okay. Ich glaube, ich könnte mal mit Kaya reden. Schauen, was sie von mir hält. In meiner neuen schönen Rüstung. Oh, ich werde es mir gleich mal mit dir verscherzen. Box ist auch unter uns. Das werden wir nie machen. Nicht vermasselt, vermasselt oft. Schau, ich kann wieder fliegen, Kaya. Beeindruckt. Wie sieht's aus? Kaum habe ich die Arbeit als Orakel wieder aufgenommen, da geht sie mir schon wieder gehörig auf die Nerven. Ich weiß genau, was du meinst. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Ich habe da so eine Idee. Wir wissen noch viel zu wenig über das dunkle Elex der Skyans. Du bist für mich immer ein Experte. Vielleicht solltest du dir das... Darüber habe ich auch schon... Allerdings... Ja, ja. Es ist egal, dass ich Morkan bin. Cool. Ich weise eine... Upsi, falsches Kommentar. Ich war nett. Ich war unabsichtlich nett. Nein. Wie kann ich nur? Dort drüben wurden die Biester von unseren Diese Scheißinfektion. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Geht los. Ich brauche Moni. Außerdem, wer hätte sich sonst als Vardek ausgeben sollen? Würde das irgendeinen Sinn ergeben, wenn es nicht wirklich Vardek war? Ich hab schon wieder ein Monster geklitscht. Ja, und jetzt bewegt er sich. Ah ja, nicht schlafen. Auch einen Tank. Ich wollte Trash Talken, ich gib's zu. Ich bin Wüstenteufel angelockt, dann machen wir ein bisschen praktischen Rückzug. Oh, nein, 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 böser.
Verdammt zum Leben! Ich brauche Muni. Ich brauche Pfeilmuni auf dem Wasser. Ivan wieder da ist. Scheiße. Ivan ist da. Mann, tut es gut, dich zu sehen. Die Flucht aus der Grotte war wirklich ein Abenteuer, das ich gern mit dir geteilt hätte. Aber ich war in guter Begleitung. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Einen Moment. Deine Haare sind durchgeklitscht durch hier. Guck mal, wer uns besucht. Erinnerst du dich? Ich hab dir von ihm erzählt. Na komm schon. Er ist unser Freund. Tamara. Meine Tochter hat ihren eigenen Kopf. Tut mir leid. Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Aus Angst vor den Resistenten haben wir sie in der Grotte unter einer Bodenklappe versteckt. Aber sie taut schon noch auf, da mache ich mir keine Sorgen. In jedem Fall läuft bei mir alles wie gehabt. Wenn du etwas brauchst, frag mich einfach. Das wusste ich gar nicht, das ist cool. Woher hast du die Ware? Da muss ich mich bei Chloe bedanken. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, damit wir über die Runden kommen. Vieles von dem, was ich dir anbiete, hat man uns auf ihre Anweisung hin zur Verfügung gestellt. So einen Zusammenhalt findest du unter den Morkons nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Meine Familie ist sicher, das zählt. Cool, cool. Ich bin froh, dass ihr unbeschadet hier angekommen seid. Ach, selbstredend. Wenn jemand meiner Familie zu nahe kommt, krempel ich die Ärmel hoch und verpasse ihm was. Glaub ihm kein Wort. Psst, er hätte es mir fast abgekauft. Beschweren können wir uns nicht. Wir sind gut versorgt. Ich bin auch in Morkon. Schau mich an. Wenn ihr was braucht, ruft mich einfach. Danke, aber das wird hoffentlich nicht nötig sein. Wenn mir noch ein offenes Wort gestattet ist, mach's nie wie ich und setz das Leben deiner Liebsten aufs Spiel. Eine Lektion, die ich jetzt begriffen habe. Lass uns handeln. Sicher doch. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Diese Lektion will ich nicht einbehalten. Die verhüllte Ratte. Treibstoff. Da werden die Leute wieder malen, dass ich den nicht kaufe. Eigentlich will ich nur Sachen kaufen und nicht verkaufen. Oh, wer hat Pfeile für mich? Du. Schrott, Mist. Kinder. Die interessiert mich nicht, die Nebenmission. Im Berserker-Let's Play machen wir die. Fast versprochen. Ender. Hast du Granaten? Warum nicht? Holzen, Pfeile, hier. Passt. Dann können wir nochmal speichern zur Sicherheit. Das gespeichert. Ich habe automatisch nur. Nein, keine Klimmzüge auf sein Haus. Ah, verdammt. Was? Familienfoto mit Ivan fürs Farm nehmen. Ob Ratte, Ratte. Welcome, Ivan. Da, da Familienfoto. Yeah. Lass die Brille runternehmen. Die klitscht mir alles. Verdammt. Verdammt. Nein. Ah. Jetzt da. Wartet, wartet. So, nein, das schaut nicht gut aus. Na, ich stelle mich einfach auf eure Seite. Euch stört das nicht, oder? Yay! Ja, wieder rauf mit der Brille. Ganz wichtig. Für Kaya müssen wir fast cool sein. Ich hätte sie mitnehmen können, das hätte gefallen, wenn ich da nett bin, aber...
Kaias interessiert es nicht, wenn ihr Sohn stirbt. Oh, jetzt habe ich sie angemalt. Diese Scheißinfektion. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ach, Scheiße. Dass das Ding weggeht, Kaia. Die machen mir Angst, die Kleinen da. Oh, aus gutem Grund. Hilfe. Außerdem, wer hätte sich sonst als Vadek ausgeben sollen? Würde das irgendeinen Sinn ergeben, wenn es nicht wirklich Vadek war? Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Was für ein Schuss. Das hat weh getan. Okay. Wer noch? Wer will noch? Da haben wir zwei. Wo habe ich meine Handgranaten? Hier. Granate! Es geht los. Lass sie mal aufstehen. Sie zweimal getroffen? Kann nicht sein. Ab, Triple. Ein bisschen Schaden, nicht so viel. Hopp, immer schön auf Kaia gehen. Ist nur zum Tanken da. Nur zum Tanktop tragen da. Das gibt nicht viel Sinn. Okay. Verdammt. Dazu. Am besten du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Okay, gute Idee. So, Jack's müde. Jack schlaft jetzt ein bisschen. Wenn du ein bisschen meditierst. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ja, das war genau die richtige Idee. Es ist, wie ich angenommen hatte. Ich kann es spüren. Die Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Ich habe noch immer kein Level Up. Das kann doch nicht mehr so lange dauern. Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Lügnerin. Ja, beim Monster noch killen. Beim Monster noch killen, dann war's das. Ich meine, ich könnte mit anderen. Vorgang. Mit Leitern, Waffengefährten reden. Er weiß nicht, was er tun soll, der Nachtoga. Bin einfach unfair abgehauen. Was für ein Salto. Oi. Ein paar Monster noch. Dann haben wir unser Level Up. Am Strand, da waren noch mal ein paar. Im alten Spiel war es da vollgesteckt mit Monstern. Richtig starke Gegner. Und jetzt? Nichts. Ruhig ist es geworden hier im Strand. Außer Krokodilklauen. Hätten wir erledigt, da drüben ist ein Gitter.
Der hat uns einen richtig harten Fight gegeben. Sonst noch was Interessantes hier? Nein? Wir könnten Logan besuchen. Rollmesser. Komm, Kaya, gehen wir Logan besuchen. Oh. Es geht los. Der Meister des Bauchflex schlagt wieder zu. Warum funktioniert meine Brille nicht? Hopp. Kaya, Achtung. Hey. Achtung. Ja, ich seh's. Ich schwöre, meine Brille funktioniert nicht. Ein bisschen mal runter und wieder rauf. Moderates Schloss. Anscheinend brauche ich doch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das war wohl nichts. Wirklich? Wie gibt es denn das? Das war wohl nichts. Das schwierige Schloss war doch noch leichter. Echt jetzt? Das war wohl nichts. Das geht doch. Berserker-Rüstung. Irgendwie entspannt mich das Rauschen des Meeres. Falls irgendwann mal Frieden auf Magalan einkehrt, würde ich mir gerne ein kleines Häuschen hier hinsetzen. Und dann? Nichts dann. Einfach hier sitzen, den Sonnenuntergang ansehen und alt werden. Aber das ist Träumerei. Ich erledige das. Ja, ich werde nicht alt. Mit meinen Kampfkünsten. Keine Chance. Geht Logan ist da lang. Ich bin jetzt mal nicht für den Wachsinn. Dann gehen wir halt so weitermachen. Oh, Logi Baby. Oh damn. Das ist der Level Beach. Level Beach. Und for an effect. Los geht, Leute. Nur kurz auf Besuch hier. Abstehlen wäre das. Hey, Logan, ich und Kaya sind da. Wollten nur schauen, wie es euch hier gefällt. Nachdem wir euch aus der Burg vertrieben Ach, haben. Du Scheiße.
Du schon wieder? Wieso wusste ich, dass ich deine Visage hier irgendwann sehen würde? Logan, wie ich sehe... Aus deinem Mund klingt das fast wie eine Tatsächlich? Ich kann mich nicht daran erinnern. Alles, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass du mich in der Gegend herumgescheucht... Ja, und ich habe den leisen Verdacht, dass du Mist... Unsinn, du weißt genau... Die Berserker haben dein Vor... Zu diesem... Tatsächlich. Na dann, du hast mir zu... Warum tust du uns beiden nicht... Was gedenkst du gegen die fremden Eindringlinge zu unternehmen? Diese lila Freaks, meinst du? Ja, ich weiß. Es sind neue Spieler in unserer Welt erschienen. Aber bevor ich nicht mit ihnen verhandelt habe, kann ich mir noch keine Meinung über sie bilden. Mir sind sie hier unten noch nicht sonderlich auf den Sack gegangen, also warum sollte ich mich mit ihnen anlegen? Du bist doch immer derjenige, der die großen Dinge bewegen will. Wie wär's denn, wenn du dich darum kümmerst? Obwohl ich dir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz abkaufe, dass du damals den Hybriden bezwungen haben willst. Ich glaube ja nicht einmal, dass du wirklich im Eispalast gewesen bist, nachdem die Schlacht von Xakor tatsächlich geschlagen war und die Alps ihre Waffen niederlegen mussten. Was du glaubst oder nicht, ist mir egal. Aber gut zu wissen, dass man auf deine Unterstützung im Ernstfall nicht bauen kann. Was für eine Überraschung. Ah, das ist mein Leben. Ich habe ja mein Level up. Stufe 30, Baby. Woo. Zurück in die Burg und Crony oder so mitnehmen, dass ich... Da wartet ihr schon auf mich. Dass ich dann weitermachen kann. Ohne nerviges Gemecker. Ja, toll. Cool. Ja, ja, wir verstehen's, Crony. Ach, tschüss, Kaya. Ja, ich weiß nicht, was du von mir willst. Außer, dass du jetzt eine Pause hast. Brody! Wo willst du hin, du kleine Ratte? Wir werden haufenweise Schrott verkaufen zusammen. Und dann den Morkons unsere nächste Rüstungsstufe geben. Yo, peace out!